Ich bin jetzt ein bisschen am Drehen, diesem World 2. Genau das. Wundervolles Intro. Ja, willkommen zum Train Sim World 2. Zwergenfürst spielt Train Sim World 2. Wir haben gerade eben auf Twitch The Secret of Monkey Island Special Edition durchgespielt. Und jetzt im Anschluss spielen wir noch ein bisschen Train Sim World 2. Und ich fahre natürlich mit der Deutschen Bahn. Ja. Schnellfahrtstrecke Köln. Wird immer gespielt. Heute wird es zwingend Zugfahrer. Tschuf, tschuf. Hier habe ich schon was automatisch ausgewählt. Ja. Wir starten mit ihm hier. Willkommen zur Lokführerschulung hier im Betriebswerk Aachen. Ah, sehr gut, Aachen. Durch den Betrieb eines Elektrotriebzuges BR442 Talent 2 geführt. Sehr schön. In dieser kurzen Einführung werden wir über die Zugvorbereitung, wesentliche Fahrsteuerungen und den Fahrgastbetrieb sprechen. Alles klar. Wenn Sie bereit sind, steigen Sie ein, um zu beginnen. Ich mache hier heute meine Ausbildung zum Zugfahrer. Ja, ist ein Training. Sind das noch gesperrt? Ah, ich kann ja auch in andere Züge einsteigen. Sehr schön. Hallöchen. Ich glaube Ihren Zug. Ne, machen wir mal nicht. Können wir auch zum Bahnhof laufen. So ist es nicht. So, wir müssen in den Zug hier einsteigen. Fürs Training. So. Auf geht's, das ist unser Zug. Im normalen Fahrbetrieb wird dieser Zug durch einen Stromabnehmer, der mit der Oberleitung verbunden ist, elektrisch angetrieben. Jedoch ist dieser Stromabnehmer momentan gesenkt. Okay. Wir müssen deshalb die ersten Einstellungen mit Hilfe der Hilfsbatterie vornehmen. Okay. Hätten Sie Batterieschalter für 5 Sekunden in der Position an. An. 5. Sehr gut. Nehmen Sie auf dem Lokführersitz Platz. Hier werden Sie den Großteil Ihrer Zeit verbringen. Nö. Ich glaube, ich setze mich hier mal. Hallöchen. Na, wie geht's Ihnen so? Und wie war Ihr Tag? Ja, ich gucke, ich will hier mal anschauen, was hier. Ja, Deutsche Bahn. Man kennt's. Ja, aufs Klo können wir leider nicht gehen. Ja. Okay, die Tür können wir nicht aufmachen. Oh, doch, können wir. Sehr schön. Machen wir wieder zu, sonst können wir nicht abfahren. Warum sitzen die hier schon alle drin? Wir stehen hier mitten auf dem Gleis. Stehen hier. Wo sind die eingestiegen? Wo seid ihr eingestiegen? Wo ist, im Ernst? Wir stehen hier. Wir sind hier. Das ist, wenn ich mal hier. Mach mal gerade Tür auf. Wir stehen hier irgendwo, nirgendwo. Wir stehen hier auf dem Abstellgleis. Wo sind die eingestiegen? Wo zum Henker? Na komm, mach Tür wieder zu. Mach Tür zu. Das geht von mir aus auch von außen. Okay, ja. Wir steigen hier ein. So, sehr schön. Tür geschlossen. So, hinsetzen. An unseren Arbeitsplatz. Sobald der Zug mit Strom versorgt wird, betätigen Sie den Hauptschalter, um das Hauptpult zu entsperren, und schalten Sie die Multifunktionsanzeigen an. Okay, Hauptschalter an. Sehr schön. Mit dem Richtungswender stellen Sie die Fahrtrichtung ein. Vorwärts.
Aktivieren Sie nun den Stromabnehmer. Sehr schön. Ist gehoben. Und Stromkreis schließen. Ja, sehr schön. Hört man schon die Motorgeräusche? Fern nicht. Stellen Sie die indirekte Bremse auf Lösen. Ja, Bremse lösen. Diese Bremse wird normalerweise nicht im normalen Fahrbetrieb gebraucht. Lösen. Lösen Sie schließlich die Handbremse. Ja, ich sehe gerade hier, ist okay, ja. Handbremse. So, Handbremse. So, und los geht's. Noch nicht volle Leistung, aber yep. Mal so 50% Leistung. Mal langsam los. Schubbetrieb wird eingesetzt, um effizient die Geschwindigkeit zu halten. Das ist sehr schön. Und Motorbelastung und Wartungsanforderungen gering zu halten. Oh, jetzt haben wir ja schon. Jetzt nehmen wir ja nicht volle Fahrt aus. Auf sollen wir noch nicht. So schön auf 35 hier. Schön so hier nehmen. Da kommt gleich der Bahnhof, da müssen wir jetzt, da müssen wir hier gleich stehen bleiben. Noch ein bisschen zurück. Da. Muss ich aufhören zu fahren, aber jetzt mal langsam. Bremsen. Notbremse. Stehen bleiben. Sehr schön. Ich würde sagen, haben wir, oder? Haben wir geschafft. Wenden Sie ein wenig Bremskraft an, um sanft und sicher zum Stehen zu kommen. Ach. Gleich die Notbremse. Wir stehen doch schon. Wir stehen schon. Okay. Zum Glück habe ich das schon mal gespielt und weiß jetzt hier ungefähr hier. Öffnen. Jetzt können die Leute einsteigen. Jetzt wird wahrscheinlich wieder das. Jetzt wird hier das Spiel wahrscheinlich wieder Probleme machen. Was denkt, wir stehen noch nicht. Und gleich wieder verkackt. So, nicht einsteigen. Steht hier noch jemand rum? Na, sie. Nicht ihr Zug. Wollen sie nicht. Sie wollen einen anderen Zug. Okay. Sehr schön. Na dann. Wollen wir mal weiterfahren. Türen zu. Ich gehe nochmal Kontrollgang durch. Türen zu. Sehr schön. Und die Fahrkarten kümmern sich wer anders. Nur der Zugfahrer. Kontrolleur kommt später. Und wenn, dann gibt es keins. Nicht in der Deutschen Bahn. Der Typ mit den überteuerten Chips und dem überteuerten Essen kommt später noch. So, jetzt wollen wir mal wieder das noch alles an. Ich höre noch, dass der Motor an ist. Ja, Hauptschalter ist auch noch an. Müssen wir noch Bremsen lösen oder können wir einfach mal. Ja, können wir. Auf geht's. Rückwärts. Okay.
Signal überfahren. Ach so, ja, sehr toll. Geht's nochmal von vorne los. Hab einen Fehler gemacht. Na, sehr toll. Willkommen zur Lokführerschulung hier im Betriebswerk Aachen. Hier werden Sie durch den Betrieb eines Elektrotriebzuges BR442 Talent 2 geführt. Eine Minute, 37 Sekunden später. Ein bisschen mehr Bremskraft, ein bisschen mehr Bremskraft. Fahrsignal überfahren. Werfen Sie einen kurzen Blick auf den Bahnsteig, um zu überprüfen, ob es sicher ist, die Türen zu entriegeln. Sehr schön. Steh mal auf. Mach mal jetzt mal, wie es sonst die Anleitung macht. Stehen Leute. Ja, so sicher. Sitze. Sitz. Sitzplatz aus. So, Türen triggern. Fahrgäste steigen ein. Jo. Da haben wir sogar ein Zeitfenster. Sehen wir, wann alle eingestiegen sind. Wir üben hier noch, das ist eines erster Tag in der Ausbildung. Das ist hier. Wir müssen hier noch ein bisschen lernen, wie es geht. Es ist Zeit zum Losfahren. Schließen Sie die Türen. Okay, guck mal, sind hier alle. Sind schon eingestiegen. Jupp, sieht gut aus. Die will nicht mitkommen. Ich werde mit einem anderen Zug. Sehr schön. So, na dann, Türen schließen. Fahren Sie dieses Mal zum nächsten Halt, Aachen Rote Erde. Das kann ja noch schief gehen. Zurechtkommen. Das kann ja auch in die Hose gehen. So, hinsetzen. Und ich würde sagen, los geht's. Und wir dürfen hier nicht die Geschwindigkeit hier übertreiben. So, hier. Schon langsam starten. Slow down, slow down. Macht doch hier wieder einen Fehler und dann. Das ist der ganze Spaß wieder vorbei. Irgendwann können wir noch mal wieder beschleunigen. Und jetzt hier. Wo müssen wir eigentlich hin? Sehr schön. Erstmal geradeaus. Ist jetzt gerade ein bisschen hügelig. Okay, jetzt können wir beschleunigen. Auf 105. Ein bisschen Dampf geben hier. Aber nicht zu viel. Sekunde wieder Druck rausnehmen. Schön solide auf die 105. Und Vollbremsung. Da vorne ist der Bahnhof, da müssen wir hin. Vollbremsung. Na komm, 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 na komm.
paar Meter müssen wir noch. Na komm. Na komm. So viel gestoppt. Ein paar Meterchen. Na komm. Na komm. Und stopp. Stehen. Sehr schön, Türen triggern. Kurz mal aufstehen, gucken. Alles gut hier. Türen sind zu. Okay. Eine falsche Tür nicht öffnet. Aufstieg in Fahrtrichtung links. Rechte Fahrgast, Türen schließen. Sehr schön. Ja, so muss das. Die Tür ist wieder zu. Ja, habe ich. Anfängerfehler. Kommt schon die Polente mich verhaften. So. Guten Tag, ich bin heute Ihr Zugführer. Gute Arbeit. Damit wären wir alle Grundlagen zum Betrieb dieses Zuges durchgegangen. Ich hoffe, euch geht's gut. Thank you for traveling with Deutsche Bahn. Ah, sehr schön. Okay. Level 3. Habe ich geschafft. Mein erster Tag. Meine ersten Stunden. Meine erste Zugfahrt. Testzugfahrt mit der Deutschen Bahn habe ich bestanden. Sehr schön. Da noch erstmal kurzen Stück Kaffee drauf. Und falls ich es irgendwann mal auf YouTube hochlade, damit ich nach oben sozusagen gefallen haben, lasst ein Abo da. Und man sieht sich.